Soll ich dich nach Hause fahren? Ah, danke. Ich bin hundemüde. Leute, willkommen zurück hier auf meinem Gameplay-Kanal. Big Bimbo. Wir zocken weiter Cyberpunk 2077. Ja, wir sind jetzt hier, wir haben die Rettungsstation hinter uns gebracht und haben diese Tussi gerettet, wie auch immer sie heißt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und sind jetzt mit Jackie quasi zurück. Pistole haben wir jetzt aufgesammelt. Gehen mit Jackie sozusagen zurück zum Aufzug. Und der fragt mich, ob er mich gerade nach Hause fahren soll. Ja, klar, kann er gerne machen. Ich habe auch null Überblick, was ich hier noch so an Sachen habe. Aber interessiert mich gerade auch überhaupt nicht. Ich will jetzt einfach nur hier raus aus diesem Ding hier. So rennt man also. Das war ein Apartment, okay. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Telefonbuchmenü. Anruf, Wakako. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Hör mir das mal noch. Ich fahre. Dann steigen wir mal hier ins Auto ein. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Mano, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Wo sind die ganzen Leute hier in Night City? Autos, nicht so. Bin ich unterhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ach, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Ich aus der Butter. Oh, Mann. Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Schieß! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Halten wie! Ja. Aber die Ziel auf den Fahrer! Chingado! Haben wir es hinbekommen? Ah. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Was ist denn das hier alles hier? Das sieht hier aus wie so ein Kontrollpunkt hier. Grenzübergang oder was? Werden wir gleich hier abgescannt. Rammeln nicht alles.
Posten ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Kann man das Glück nennen? Die mochte dich, echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Und bescheiden. Du weißt schon. Little China. Sind wir hier in Little China? Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Sie sind, sondern MaxTech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Die werden einfach abgeballert, oder was? Nee, ich überspringe die Reise jetzt erstmal nicht. Ich will mir das hier mal alles angucken. Ich meine, Leute, für euch ist das ja auch geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Gilvie, die lassen mich durch. Sicher? Ach, ich spiel wieder den netten Jackie. Way too demo, pack that heat. Way too ghetto, run the streets. Read that memo, live that creed. All I need is greed and green. Read it and weep, counting them sheep. Using the silence, put you to sleep. Bagging the beef, tagging the roof. Popping my juice, rocking the loop. Back on the roof, back in the süße Träume wie. Grüß Misty von mir. Mit Vollgas ist er weg hier, du. Mit Vollgas ist er weg. Geh nach Hause. Schönen Abend, Night City. Mein erster Gast heute ist der... Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Die Aufgabe, die Tier wird gegeben, will, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung. Oh, mehr habe ich nicht gelesen. Das geht ja alles so schnell hier irgendwie. Hallo, ich will erstmal ins Bett und schlafen. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Geh nach Hause. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meiste. Oh, hier hängen sie überall rum, hier vom Aufzug hier mit der Pizza. Überall steht diese Automaten hier rum. Taste the Low, Kondome oder was? Hier kippen. Ja.
sehen denn hier diese Wohnhochhäuser aus? Was das hier sein soll? Das sieht ja eigentlich schlimmer aus wie in der U-Bahn-Station. Bitte, du hast kaputt zum dritten Mal. Ich hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja. Neuen Look, geht's im Spiegel ins VS-Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden, erstelle im Kleiderschrank in deinen Apartments Outfits, um das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern zu können, okay? Aha. Sag mal, hier im Büro oder was? Ein Waffenlager. Nachrichten, E-Mails oder was? Mailware entdeckt. Mal was Neues. Das werden sie also in der Zukunft auch nicht irgendwie in den Griff bekommen. Pants Net Girl Betrugswarnung. Schon Penis gelesen. Penis Nanogel. Ach. Doch, Penisvergrößerung. Na klar, was denn sonst? War ja klar. Was haben wir hier noch? Mega-Medikamentenlotterie. Kaufen Sie zweite, erhalten Sie das dritte gratis. Ist auch nur Scheiße hier drin in den E-Mails. So, was haben wir denn hier? Wohnzimmer oder was? Bald schön Wohnzimmer benutzen. Einschalten. Ach, das ist der Fernseher. Ja? Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich hab gedacht, da oben. Ich bin Gillian Jordan, Wissenschaftler von Bio. Was ist das da oben? Totaler Käse, nichts Besonderes. Was haben wir denn hier noch so? Trinken. Den Spiegel schauen. Hier kann man doch den Look verändern, irgendwie so war das doch, ne? Aussehen verändern. Ne, brauchen wir nicht. Aber ein anderes T-Shirt wäre vielleicht mal ganz gut. Was habe ich denn da für ein lächerliches T-Shirt an, ey? Gesichtsausdruck ändern. Gaffen. Schmollen. Nicht mehr in den Spiegel schauen. So, mit T-Shirts und Klamotten gibt es hier nichts, oder was? Müssen wir auch nochmal herausfinden, Leute. Aussehen verändern.
Ja, Aussehen verändern wollen wir eigentlich nicht, ne? Also ich meine, wir wollen andere Klamotten anziehen, aber das ist jetzt gerade nicht aufgepasst. Dein Blick ins Waffenlager, wo ist das hier? Cool, ja, jede Wohnung hat so ein Waffenlager. Das Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst es von anverfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Was haben wir jetzt gemacht? Warte mal, Klamotten. Hose, das hier, oder was? Leute, Leute, was ist denn das? Freie Kleidungsmuseum, Panzerung. Geht ja so schnell zu hier. Ist da unten scharfe Munition, alles nehmen. Brauchen wir da immer sowas? Was hab ich jetzt? Check das hier nicht ganz. Also normal müsste ich ja jetzt anders aussehen, weil ich habe mich ja jetzt hier komplett anders ausgerüstet. Machen wir nochmal einen Spiegel. Hat er immer noch das T-Shirt an? Okay, Leute, es scheint wohl alles nicht so einfach zu sein. Toilet, Shower. Shower, Duschen. Kann man die Toilette spülen? Nicht schlecht. Hier gibt es keine Tür, sondern einfach nur so. Einfach nur irgendwelche Franzen, die hier runterhängen. Na gut. Ab ins Bett. Hinlegen. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon.
Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Der Ripper-Doc. Jetzt fahren wir hier zum... Ah, hier sind die Klamotten, guck mal. Kleiderschrank öffnen. Okay, Oberkörper, warte mal. Kannst du so 6 Outfits, können jederzeit... Ja, okay. Unterkörper. Kopf, Gesicht. Sind das hier Punk-Armbrüste? Nee, dann lieber die Jacke. Deadly Legging Regenjacke, das edle Gewand eines Mitglieds des Hauses Gopnik und den Kleinkriminellen. Was haben wir denn an Hosen eigentlich? Schau mal das hier noch, gell? VS-Hose sieht besser aus. Okay, ausrüsten. Schließen. Das war's. Jetzt müsste ich aber anders aussehen, Leute. Jetzt haben wir das mit den Klamotten. Ja, natürlich. Jetzt habe ich hier so eine Jacke an, so eine Regenjacke. Mein Gott, nochmal, ey. Was für ein Spiel. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir hängen hier wieder alle ab hier. Und wer ich bin? Ich weiß. Die Arztlerin. Bis dann, wie? Oh Mann, ey, was ist denn hier schon wieder los? Mit Jackie. Nee, Leute, ey, schon wieder ein Verbindungsproblem, ey, das gibt's doch nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier mitbekommen, wie es jetzt aussieht, wenn man nach Hause kommt und wir sind ja jetzt zu Hause angekommen. Das andere werden wir beim nächsten Gameplay machen. Ich weiß nicht, warum das hier mit dem Internet immer so rumspinnt, aber das ist ja echt ekelhaft, ja. Wenn wir hoffen, dass es die nächsten Male nicht mehr so passiert. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und gerne sehen wir uns wieder bei Bekümbo auf dem Kanal beim nächsten Gameplay. Macht's gut, bye bye, ciao.